Spotfight. Wir leben Wrestling. Achtung, die folgenden Meldungen enthalten Raw-Spoiler. Das Raw-Kommentatorenteam für das Royal Rumble-Match der Männer wurde jetzt bekannt gegeben. So wird überraschenderweise das Trio aus Michael Cole, JBL und Jerry the King Lawler die Battle Royale kommentieren. Zudem erhielt Jerry Lawler einen neuen 2-Jahres-Vertrag bei WWE. Braun Strowman wird nicht gegen Brock Lesnar beim Royal Rumble antreten. Strowman ist nach seiner Ellenbogenoperation noch immer nicht zu 100% fit, sodass er nicht antreten kann, so Mike Johnson. In einem großen Angle bei Raw zerstörte Braun die Limousine von Vince McMahon, der ihn daraufhin aus dem Match strich. In einem Fatal 4-Way konnte sich Finn Balor das Recht erkämpfen, auf Universal Champion Brock Lesnar zu treffen. Neben der fehlenden Fitness Strowmans gibt es auch kreative Hintergründe für diese Entscheidung. WWE plante ursprünglich, Lesnar erneut gegen Strowman gewinnen zu lassen. Da die WWE-Offiziellen aber verhindern wollten, dass Strowman erneut eine Niederlage einsteckt, stellten sie Balor in diesen Spot. Dieser ist lediglich ein Übergangsgegner für Lesnar. Der aktuelle Universal Champion soll mit dem Titel zu WrestleMania fahren. Mögliche Gegner bei der größten Show für Lesnar sind Drew McIntyre und Braun Strowman. Viele neue Gesichter bei Monday Night Raw. So gab Nikki Cross in einem Tag Team Match ihr Raw-Debüt. Heavy Machinery durfte das Segment mit Alexa Bliss und Paul Heyman unterbrechen. Lacey Evans und EC3 waren in Backstage-Segmenten zu sehen. Während eines Segments mit Alexa Bliss wurden während der letzten Raw-Ausgabe die neuen Women's Tag Team Champion Titel präsentiert. Die ersten Champions werden beim Elimination Chamber Pay-Per-View gekürt. Im Elimination Chamber Match werden 3 Teams von Raw und 3 Teams von SmackDown antreten. Ob die neuen Champions künftig für beide Brands antreten werden, ist noch unbekannt.